Jo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Genshin Impact. Und wir machen heute weiter mit der Quest-Reihe von Soraya und der Guili-Stätte bzw. Ebene. Die Guizhong-Mahnungen, was für ein Hinweis verbirgt sich hier? Gehen wir und finden den Schatz. Man muss nur einen Schatz erwähnen und dann bist du wieder völlig munter. Gut, dann fangen wir mal mit dem Entziffern der Guizhong-Mahnungen an. Leere Weisheit, gebunden an Moral, mit starken Muskeln und Feind im Herzen. All dies fließt in der Guili-Stätte zusammen. Vom Text allein liest es sich wie eine Ermahnung für das tägliche Leben. Aber wo ist in diesem Satz nur der Hinweis auf den Schatz? Es hilft alles nichts, wir müssen den unbequemsten Weg gehen, wir haben es ja so gewollt. Diese 7 Passagen, die wir zuvor gefunden hatten, befanden sich alle irgendwie in Ruinen. Wir wissen nicht so genau, wo wir anfangen sollen, daher wäre es wohl besser, wenn wir weiter in den Ruinen suchen. Wo sollen wir nur suchen? Gut, was das Suchgebiet angeht, lass uns erstmal in der Guili-Ebene verweilen. Du musst verstehen, ein Gelehrter wie ich kann mit deinem Schritttempo doch gar nicht mithalten. Daher überlasse ich dir das Durchsuchen der Ruinen. Solltest du etwas finden, komm zurück und erzähl mir davon. Da wir gerade davon sprechen, ich habe in der Nähe eine Ruine entdeckt. Darin fand ich eine seltsame Scheibe mit Schriftzeichen darauf. Zu jener Zeit jedoch war ich noch mit anderen Studien beschäftigt und habe mich nicht intensiv damit befasst. Rückwirkend betrachtet hatte die Scheibe aus dieser Ruine vielleicht etwas mit den Guizhong-Mahnungen zu tun. Wenn das so ist, mache ich eine Markierung für dich auf der Karte und du kannst dich dort einmal umsehen, ob du etwas findest. Das hört sich doch gut an. So eine Scheibe haben wir letztes Mal ja auch gesehen, wo irgendwas drauf stand oder so, was auch immer Paimon da gesagt hat. Mal gucken. Bei 4. 4 Scheiben? Okay. Vielleicht sind es auch 4 verschiedene Orte. I don't know. Oh ja. Genau das ist es. Und jetzt? Okay, besiegen wir mal die Schleime. Tja, das ist genau das, was ich meinte. RIP. Also eine wüsste ich, wo sie ist, weil wir da letztes Mal ja schon waren. Und keine Ahnung, wo die anderen beiden sein sollten. Deswegen gehen wir das mal schnell. Alright. Und what a surprise. Zeigt uns trotzdem nicht an. Mit Zusammenhalt ist man unbeirrbar, was wolle. Ja, schön, aber das sagt mir jetzt nicht, wo ich die weiteren Dinger finde. Hä, is it for real? Warte mal, gehen wir mal in die Quest. Okay. Das heißt, wir gehen nochmal zurück zu Soraya. I guess? Das ist ja auch nervig jedes Mal. Tja. Are you kidding me? Ernsthaft? Ich muss die jetzt echt selber suchen. Also alle? Wow. Okay. Andererseits... Hier war gerade das erste, maybe hier das zweite, hier das dritte. Schau mal. Also das, was ich letztes Mal meinte, müsste... Oder wo war das? Gehen wir jetzt mal schnell hier hin. Ich habe es gerade gefühlt schon gesehen. Ach, vielleicht war das auch nur Einbildung. Nope, war nur Einbildung. Oder? Nee, war es nicht. Okay. Oh Mann. Gut, dann müssen wir die Typen hier gar nicht besiegen. Aber wo waren wir denn letztes Mal nochmal? Bin ich blöd oder bin ich blöd? Das war doch das, wo ich gesagt habe, da ist ja sogar ein Teleport. Nee, das war nicht das, wo du mit dem Teleportpunkt. Da waren wir gerade. Genau. Da wäre noch eine Kiste, RIP. Ja, holen wir uns mal schnell die Kiste. Sorry. Dann
Das vergesse ich. Wie habe ich die gerade nicht gesehen? Wir sind ja legit gerade genau den gleichen Weg lang gegangen. Ich habe die Kiste nicht gesehen. What is wrong with me? Boom. Terrorist attack. I will have order. Nice. Alright. Ja gut, also da waren wir. Und wie gesagt, da müsste noch eine sein. Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, ob wir das machen. Oh man. Yep, das sieht auch gut aus. Jetzt muss ich die Schleime so töten, dass sie das Ding kaputt machen. Wenn die explodieren. Was echt schwierig ist, weil what the hell are they doing? Das hat auf jeden Fall schon mal nicht funktioniert. Dann machen wir es einfach ganz einfach. Wir springen einfach rein. Alright. Ja, und dann müsste das hier das vierte sein. Das ist doch komisch, da war doch letztes Mal das Ding auf dem Gitter. Und das war doch nicht hier, oder? Ah, doch, war es. Nevermind. Hier waren wir letztes Mal. Ja gut, ich habe halt das Problem, ich habe letztes Mal nicht mehr auf die Map geschaut. Ich dachte, es war viel näher dran. Alright. Wenigstens haben sie es auf der Karte markiert. Immerhin. Wobei man die vier Dinger ja tatsächlich hätte finden können, aber das wäre schon ein sehr großes Gebiet gewesen. Für einen Weltauftrag vor allem. Selbst ein Archon kann seinem Schicksal nicht entkommen. Vier Hinweise aus vier Ruinen. Vier Ruinen, vier Hinweise, genau wie die Guizhong-Mahnungen. Allerdings sind diese vier Schätze nur ein Auszug aus den Guizhong-Mahnungen. Der Schlüssel zu einer konkreten Interpretation bei der ist der Originaltext der Guizhong-Mahnungen. Diese vier Sätze dienen nur unterstützend. Man kann nur versuchen, diese fünf Absätze zu verbinden, aber was bedeuten sie? Fließt zusammen. Zusammenfließen, das klingt so, als ob diese vier Absätze zusammen etwas anderes bedeuten könnten. Warte, jetzt erinnere ich mich. Jede einzelne dieser Mahnungen ist jeweils in einer bestimmten Ruine zu finden. Ich habe eine halbgare Theorie, wenn man diese vier Mahnungen interpretieren will, so muss man in jede der jeweiligen Ruine. Über die genaue Interpretation muss ich allerdings noch einmal nachdenken. Du kannst dir auch Gedanken machen und wenn dir etwas Gutes einfällt, setz es direkt in die Tat um. Du bist nicht wie ich, eine schwächliche Gelehrte, die keiner Brise standhalten kann. Ich beneide dich wirklich, so viel Ausdauer. Nun gut, ich werde darüber noch einmal nachdenken. Sollst du irgendwelche Entdeckungen machen, lass es mich wissen. Finde die letzte Ruine. No. Ich krieg nicht mal... Das ist alles? Ich krieg nicht mal einen richtigen Hinweis? Dass die Ruine, in denen die Vermahnungen zu finden, die Lösung zu... Maybe das Ding hier in der Mitte? Ja gut, nicht mal ein Gebiet, nicht mal ansatzweise ein Gebiet ist schon heftig. Also ich meine, gut, okay, das Gebiet hast du halt, die aber das war's dann auch schon. Aber hey, wir haben es anscheinend gefunden. Dun, dun, dun. Drei Ruinenwächter ist schon ein bisschen mies. Ich hasse Ruinenwächter. Ich muss wenigstens beide auf einmal verbunden. Wenn der dritte dann auch mal die Ehre hätte herzukommen. Die Güte.
Triple Whopper. Triple Whopper Ruinenwächter. Let the show begin. By royal decree. I will have order. Stabilize. To ashes. Das war die 2. Oh no. Hör doch auf. Hör doch auf. By royal decree. Let the show begin. Solidify. Ups. Na gut, finde ich mehr so. Jetzt wird da wahrscheinlich Wasser abgelassen und dann gehen wir in die Ruine rein. Never seen that one before. Nur ungefähr 80 Mal. Den Move lieben sie. Die gehen schon den Impact Entwickler. Oh. Oder wir gehen in keine Ruine. Never mind. Aber das mit dem Wasser ablassen machen sie echt oft. Saftige Belohnungen auf jeden Fall. I take it. Das hat sich echt gelohnt. Und jetzt kriegen wir sogar noch einen Schlüssel und können noch einen Schrein aufmachen. Ein Schrein der Tiefe. Ja, moin. Ich glaube, das ist sogar der letzte Schlüssel, der mir fehlt. Ich glaube, das ist wirklich der allerletzte Schlüssel, den ich noch brauche. Und hab den Schatz gefunden? Gefunden, der Ort, wo alles zusammenfließt. So ist das also. Dann ist es wirklich wie in den Guizhong-Mahnungen beschrieben. Der Schatz ist an dem Ort, wo alles zusammenfließt. Derjenige, der sich das Rätsel ausgedacht hat, muss Guizhong bis zum Schluss treu gewesen sein. Auch wenn meine Heimat zerstört wurde, so werde ich die Guizhong-Mahnungen weitergeben. Derjenige, der die 4 Mahnungen von Guizhong niederschrieb, muss sein Volk zutiefst geliebt haben. Sie hoffte, dass ihr eigenes Volk gesegnet sei mit Weisheit, dass sie einem strengen inneren moralischen Kompass folgten und vereint gemeinsam ihre Heimat, die Guili-Städte, verteidigten. Eine wahrlich gütige Göttin. Eine Göttin als gütig zu beschreiben, geht eigentlich schon ein bisschen zu weit. Vor langer, langer Zeit lebte unter Menschen wohl wirklich doch so eine Göttin, die man als gütig bezeichnen könnte. Sie beschützte ihr Volk und wandelte gemeinsam mit ihnen Hand in Hand durch diese Lande. Ein so sanfter Archon und am Ende war nichts mehr übrig, das es zu beschützen gab. Selbst die Befehle, die sie ihrem Volk gab, mussten mit einem Schatz erkauft werden. Wenn man mich fragt, verglichen mit diesen Gold- und Silberschätzen, so sind diese Mahnungen der eigentliche Schatz. Wenn man aber die Leute wirklich wählen lassen würde, wie viele würden den greifbaren Schatz aufgeben und die Mahnungen wählen? Probably niemand. Probably niemand. Also der letzte Schrein ist hier. Ich hasse die Stelle, weil man da nirgendwo sich hin teleportieren kann. Also der schnellste Weg ist, diesen ekelhaften Berg hoch zu klettern. Und ich sage ekelhaft, weil es wirklich ekelhaft ist. Probieren wir es mal weiter hinten. Genau. Da, wo man schon das Gras von unten sieht. Ah, ja, moin. Genau so war es nicht gedacht. Ja, moin. Auch noch voll zu den Hillichuren. Ja, genau. Oh Mann, ich bin so ein Greenhorn. Können wir noch schnell die beiden Bogenschützen. Die anderen können nämlich nichts. So. Exactly. Oh, nice, da hat Dinger gedroppt. Artefakte. Genau. Und hier ist der letzte Schrein. Also ich denke, es ist der letzte Schrein, aber ich bin mir ziemlich sehr, sehr sicher. Müsste jetzt auch eine Errungenschaft geben. Yes, es war der letzte Schrein. Nice. Nice. Dann haben wir das endlich auch abgeschlossen. Ein für alle Mal. Nochmal 40 Urgestein. Uff. Let's go. Ich glaube, sie haben sogar ein neues Gebet rausgehauen, oder?
Nee, aber sie haben es schon angekündigt, glaube ich. Es wird Tartaria sein. Also der Fünf-Sterne-Held vom nächsten Gebiet. Gebiet, nicht Gebiet. Wird wieder Tartaria sein, was ich echt schade finde, weil den Helden hatten wir ja auch schon. Das heißt, zwei alte Helden hintereinander. Also ich meine, gut, okay, nicht unbedingt schlecht in dem Sinn. Aber naja. Egal, auf jeden Fall holen wir uns noch die beiden Errungenschaften ab. Das war einmal hier. Schalte alle Schreine der Tiefe im Gebiet von Liyue frei. 10 Urgestein. Und erfahre die Geschichte einer vergangenen Gottheit. Yes. Alright. 145 Errungenschaften. Ich habe echt voll wenige Errungenschaften. Das ist crazy. Aber ich gehe auch nicht wirklich auf Errungenschaften. Ja. Dann würde ich sagen, war's das. Ich bedanke fürs Zusehen. Würde mich sehr über ein Like, Kommentar und Abo von euch freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.